So, heute ist Sonntag und deswegen gibt es von mir wieder ein neues Video. Eine Frage, die man mir öfter gestellt hat, was hast du dir für die GoPro alles so geholt und was kannst du mir da weiterempfehlen? Alles, was ich für die GoPro habe, habe ich eigentlich immer in dieser Tasche, bis auf eine Ausnahme, aber die zeige ich gleich noch. Die Tasche ist von GoPro, so wie der Rest auch, den ich mir geholt habe. Weil die GoPro-Sachen, die sind mir eigentlich zu teuer. Und von der Qualität her sind die Dinger hier von GoPro auch nicht schlecht. Also es ist jetzt kein billiger Kunststoff oder sonst irgendwas. Also ich denke mal, die werden schon länger halten. Einmal habe ich hier den Bobber, habe ich mir geholt. Der schwimmt, auch wenn die Kamera da dran ist, damit sie nicht irgendwo untergeht im Meer oder im Schwimmbad oder sonst irgendwo. Dann habe ich hier, den habe ich sehr oft dabei, den Handgriff. Den habe ich öfter mal dabei, wenn ich keine Lust habe, großartig irgendwelche Sachen mitzuschleppen, damit ich die Kamera wenigstens ordentlich halten kann. Dann habe ich hier immer dabei so eine kleine Linse, wenn ich die Kamera mal aus dem Gehäuse nehme, weil ich doch immer ziemlich Angst habe, dass ich mir die Linse zerkratze. Das ist eigentlich nur so ein kleines, ja, Plexiglas, was über der Linse liegt. Dann habe ich hier immer drin die Original-Fernbedienung von GoPro. Wenn man mal irgendwie von weiter weg ein Foto machen möchte oder ein Video machen möchte. Dann habe ich hier einen extra Akku für die GoPro. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Handgriff da mitnehme und keine anderen Sachen, dann mache ich meistens den Akku da noch zusätzlich dran, damit mir das Ding auch nicht alle geht. Weil so eine Powerbank immer mitzuschleppen und das Aufladen abzuwarten, habe ich auch keine Lust drauf. So, dann haben wir hier einen kleinen Pinsel, um das Gehäuse sauber zu machen. Auf der anderen Seite ist so ein kleiner Filzpinsel, um die Linse zu entstauben. Ist auch ein bisschen gekrümmt. Dann haben wir hier so einen kleinen Clipper. Der ist aber original von GoPro. Der war, glaube ich, in irgendeinem Set dabei. Da ist halt nicht schlecht, wenn man die Kamera einfach nur an den Rucksack dran machen will oder an die Hose zum Beispiel. Beim Laufen einfach mitfilmen lassen oder so. Dann hier habe ich immer die GoPro drin. Diverses Gebumsel hier. So kleine Gelenke. Falls der Winkel mal nicht reicht an irgendeiner Befestigung oder an dem Handgriff oder so. Schrauben habe ich auch immer welche dabei. Den Schlüssel. Den nehme ich immer mit zum Fahrradfahren, weil wenn ich die GoPro auf den Helm mache, dann sollte sie möglichst ja nicht hin und her wackeln. Hier noch so ein kleiner Deckel. Na, schön mal scharf. Kleiner Deckel, wenn ich das Gehäuse nicht benutze. Weil ich habe doch oftmals viel Schiss, dass ich Kratzer auf die Linse kriege. Dann habe ich hier die ganzen Deckel drin. Einmal mit extra Akku, ohne extra Akku, offen und geschlossen. Hier oben in dem Reißverschluss habe ich die Kabel drin. Einmal für die GoPro, einmal für die Fernbedienung. Dann habe ich hier noch einmal, die habe ich immer dabei, diese Feuchtigkeitspads. Weil ich habe festgestellt, wenn man Temperaturunterschiede hat, im Schwimmbad zum Beispiel, dann ja, und das geschlossene Gehäuse benutzt, dann beschlägt die Kamera von innen eigentlich relativ schnell. Deswegen packe ich dann diese Klebepad, diese Feuchtigkeitspads da rein. Brillenputztücher habe ich öfter dabei oder eigentlich immer dabei. Dann habe ich noch das Armband von der Fernbedienung da drin. Und das war's auch schon. Und das
Das ist eigentlich alles, was ich von der GoPro immer mit mir schleppe. Eine Sache, die ich nicht da reinkriege, die ich mir auch noch geholt habe, das ist das Teleskopstativ von GoPro. Hier stand irgendwo die Maße drauf. 36 bis 61 cm. Das Ding schwimmt auch. Auch mit Kamera, damit das nicht untergehen kann. Das Ganze. Also so als Selfie-Stick oder so reicht das alle Male. Dann ist hier noch so eine Halterung dran. Die ist auch dabei, um die Fernbedienung da dran zu machen. Dann muss man nicht immer hier so oben da so rumfummeln. Ja. Und das war es eigentlich auch schon. Die ganzen Sachen, die ich immer in der Tasche habe, die Links packe ich unten in die Beschreibung rein. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann werde ich auch gucken, dass ich diese schnellstmöglichst beantworte. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.